Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Café Null, The Drowned Mermaid. Ich habe keine Ahnung, wieso ich dieses Spiel habe, woher ich es habe, wie auch immer. Es ist auf einmal in meiner Steam-Bibliothek, also wahrscheinlich schon länger. Ich könnte sogar nachschauen, wann ich das gekauft habe, fällt mir gerade ein. Ich glaube, vor 2 Jahren. Okay. Wahrscheinlich war es in irgendeinem Bundle mit dabei. Auf jeden Fall sieht es total cool aus. Und ich dachte, ja, komm, das spielen wir jetzt. Ich schaue gerade der Entwickler. Also es ist inzwischen auf mehrere Sprachen schon übersetzt worden. Deutsch, Englisch, Japanisch. Ist wahrscheinlich die ursprüngliche Sprache. Und Französisch. Und der Entwickler heißt Rose Werte. Genau. So. Und hier, wenn wir uns nicht sicher sind, was eine VN ist, können wir hier draufklicken. Für Visual Novel Anfänger, also es ist ein Visual Novel. Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist. Manche mögen sagen, dass eine Visual Novel ein Spiel ist, während andere es eher als interaktives Erlebnis sehen. Wenn sie eine spielen, wird es ihnen vorkommen, als würden sie einen Roman oder ein Comicheft lesen, in dem Charaktere auf dem Bildschirm erscheinen. Ihnen werden ab und zu Auswahlmöglichkeiten gestellt. Je nachdem, was sie auswählen, erhalten sie ein anderes Ende. Auswählen natürlich. Wenn sie es einmal gespielt haben, aber es ihnen vorkommt, als wären einige Handlungselemente nicht aufgelöst worden, können sie es erneut versuchen und andere Entscheidungen treffen. Wenn sie es öfter spielen, werden sie versteckte Geschichten und versteckte Wege finden, die sie zum letzten Ende führen werden. Sie werden das Spiel also mehrere Male spielen müssen, um die gesamte Geschichte verstehen zu können. Im Café Null gibt es insgesamt 6 Enden, von denen eins ein schlechtes Ende ist. Sie müssen das Spiel mindestens 4-mal durchspielen, um den wahren Weg freizuschalten und um herauszufinden, was tatsächlich in der Vergangenheit geschehen ist. Sie erhalten einen Gegenstand nach jedem abgeschlossenen Weg, einen, der mit ihrer Vergangenheit in Verbindung steht. Fängt ja gut an. Zu guter Letzt hoffen wir, dass Ihnen unser Visual Novel gefällt. So. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Das habe ich alles schon gemacht. Extras. Was sind die Extras? Wahrscheinlich haben wir da noch nichts, oder? Ja. Galerie. Gegenstandsliste. Entenliste. Okay. Ja, ich mag Animes total gern und Mangas. Und ich habe gerade schon mal wieder Death Note beendet und bin jetzt irgendwie schon wieder so drin. Und dann sehe ich das und denke mir, ja, spielen wir das. Oh, ein Endvorname. Okay. Dann machen wir jetzt einfach Ero. Würde auch passen, wenn ich ein Kerl wäre. Und mein Nachname ist dann einfach Shiva. Oh, warte, ich habe den Vornamen, aber Sekunde. Wenn ich schon was groß schreibe, dann muss ich es ganz groß schreiben. Okay. Und den Prolog wollen wir sehen. Es tut weh. Muss ich jetzt was tun? Ich kann nicht atmen. Ich glaube, ich bin ein Mann. Ich weiß nicht. Huh? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Entschuldigen Sie. Oh, tut mir leid. Ein alter Mann läuft an mir vorbei und geht in das seltsam strukturierte Gebäude vor uns. Café Zero? Ach, so spricht man es aus. Was für ein seltsamer Name. Junge Dame, werden Sie nicht auch hineingehen? Reden Sie mit mir? Ah, wir sind also eine Frau. Sie werden hier nichts anderes außer diesem Gebäude finden. Sie sollten hineingehen. Okay. Ich öffne die Tür und betrete das Café. Willkommen. Hä? Ein blasser, blauhaariger Junge ist in dem Café. Das ist einfach zu bizarr. Aber warum?
Warum bin ich überhaupt nicht überrascht? Junge Dame, bitte kommen Sie herein und nehmen Sie Platz. Aber ich... Bitte. Der Junge lächelt mich freundlich an. Dennoch ist gerade dieses Lächeln so überwältigend, dass es mir vorkommt, als würde er mir befehlen, mich zu setzen. Unfähig, dem Stress standzuhalten, entschließe ich mich, den nächstgelegenen Sitzplatz zu suchen. Das Café und all die Leute hier. Alles wirkt einfach so, als wäre es nicht aus dieser Welt. Und dennoch fühle ich mich, als wäre ich die seltsamste von allen. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Dennoch komme ich mir hier nicht fremd vor. Ich ziehe einen Stuhl neben mir heran und setze mich. Huh! Wo sind denn alle? Der alte Mann, die Dame, die vor mir eingetreten ist und all die Gäste, die ich gerade noch gesehen habe. Sie sind fort. Ich entschuldige mich dafür, dass Sie warten mussten. Ah, junge Dame. Der Kellner kommt auf mich zu und serviert mir ein Glas Wasser auf meinen Tisch. Bitte. Ich schaue mich überall um, während ich versuche, diese Situation einzuordnen. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist... Ja? Sir, ich habe ein Problem. Worum geht es, meine Dame? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich einfach an nichts erinnern. Nicht mal an meinen Namen. Alles ist in Ordnung, meine Dame. Was meinen Sie damit? Er hat immer noch das freundliche Lächeln auf dem Gesicht, während er spricht. Bitte trinken Sie das Wasser, es wird Sie erfrischen. Meine Neugier hat sich allmählich in Argwohn verwandelt und langsam fühle ich mich hier beklommen. Der Kellner, dieses Wasser und alles an diesem Café sind einfach... Sir? Ja? Ist das wirklich ein Glas Wasser? Das ist korrekt. Es ist genau so, wie Sie es sehen. Oh, wirklich? Mein Misstrauen ist mit jeder weiteren Minute gewachsen. Ja, meine Dame. Sein Lächeln kommt mir vor, als trägt es eine andere Absicht. Sind Sie sicher, dass das wirklich nur ein Glas Wasser ist? Natürlich. Es scheint, als würde er nicht aufhören, mich anzustarren, wenn ich mich weigere, es zu trinken. Hey, es ist keine große Sache. Ich erinnere mich an nichts. Also, selbst wenn es vergiftet wäre, ist es sowieso nicht von Bedeutung. Ich werde es sowieso vergessen. Gluck. Ich leere es in einem Zug. Naja, es ist wirklich nur einfaches Wasser. Ich schätze, ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Was passiert hier? Ich kann nicht atmen. Ich war diejenige, die das Wasser getrunken hat, aber warum fühlt es sich an, als würde ich von dem Wasser verschlucken werden? Hilfe! Eine angenehme Reise, meine Dame. Dieses gruselige, freundliche Lächeln, das er ohne Makel trägt, ist die letzte Sache, an die ich mich erinnern kann, bevor alles in Dunkelheit verschwindet. Hey! Können Sie mich hören? Hey! In dem Moment, wo ich mein Bewusstsein zurückerlange, ist ein Mann direkt vor meinen Augen. Ich kämpfe damit, mich zu übergeben, um zu versuchen, wieder zu atmen. Was passiert mit mir? Moment mal. War ich nicht vor einem Moment noch in einem seltsamen Café? Und dieser Ort? Er sieht aus wie das Schwimmbecken einer Schule. Sind Sie okay? Er kommt mir mit einem besorgten Blick näher. Wer sind Sie? Hä? Wie bin ich hierher gekommen?
Die Schüler, die sich um mich herum versammelt haben, haben gemischte Ausdrücke von Schock und Besorgnis auf ihren Gesichtern. Dort sind die, die mit ihren Fingern auf mich zeigen und die, die über mich flüstern. Doktor, ist sie vielleicht... Dort ist ein Mädchen, das besorgt zu sein scheint. Hinter ihr steht ein Junge, der mich unfreundlich ansieht. Sie gehen besser ins Krankenzimmer. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ich verstehe. Ero, lass uns gehen. Du bist durchnässt. Du wechselst besser deine Kleidung. Ero? Ist das mein Name? Sie legt ihre Hände auf meine Schultern und führt mich zu den Umkleideräumen. Was für ein armes Mädchen. Ein Unfall nach dem anderen. Ich überrasche die Mädchen, die hinter meinem Rücken über mich reden, indem ich mich in ihre Richtung drehe. Hör ihnen nicht zu, Ero. Ignoriere sie einfach. Danke. Okay, jetzt wo wir wissen, dass ich ein Mädchen bin, würde ich sagen, wir ändern das einfach in Airy. Deswegen sage ich jetzt einfach immer Airy, weil das Ero hört sich ja ein bisschen männlicher an. Träume ich? Ist das real? Ich weiß nicht, was vor sich geht. Wie konnte ich in so kurzer Zeit von einem Ort zum anderen kommen? Und wie kam es dazu, dass ich fast ertrunken bin? Du bist die ganze Zeit schon ziemlich still. Ich... Erinnerst du dich an gar nichts? Ich glaube nicht. Kannst du dich nicht mal an mich erinnern, arme Airy? Ich bin deine beste Freundin, Amy. Du bist gerade fast in dem Schwimmbecken ertrunken. Wie ist das möglich? Ich saß vor ein paar Minuten in einem Café und... Tut mir leid, habe ich dich verwirrt? Nimm es nicht so schwer. Ich bin sicher, du wirst dich bald an alles erinnern. Werde ich? Natürlich. Vertrau mir. Doktor, hier ist sie. Der Mann, der wie ein Doktor aussieht, steht draußen. Wartet er auf mich? Keine Sorge, alles wird gut. Es ist so offensichtlich, dass er versucht, mich zu beruhigen. Mir geht es gut, danke. Das ist schön zu hören. Oh, wir können uns anscheinend umsehen. Ich speichere mal kurz. Okay. Hier wären wir. Oh, er ist schon da. Ich folge ihm in das Zimmer und setze mich. Also. Sie erinnern sich wirklich an gar nichts. Ich verstehe. Dieser Mann, er glaubt mir nicht. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Sie machen keine Scherze, oder? Es liegt an Ihnen, ob Sie mir glauben oder nicht. Das reicht mir jetzt. Wie konnte mir das passieren? Ernsthaft? Es hat keinen Sinn, hier noch länger zu bleiben. Ich stehe auf und drehe mich, um den Raum zu verlassen. Huh? Genau hinter mir ist ein Spiegel. Es ist ein ganz normaler Spiegel. Ein Spiegel, der alles vor sich reflektiert. Außer mich. Oh. Miss Shiva. Oh. Haha. Bevor ich schreien kann, bedeckt jemand meinen Mund von hinten. Dieses blassblaue Haar. Es ist der Kellner aus diesem seltsamen Café. Also ist das kein Traum. Miss Shiva, sind Sie in Ordnung? Bitte bleiben Sie ruhig. Niemand außer Ihnen kann mich sehen. Was meint er damit?
Ist er... Miss Shiva? Es tut mir leid. Ich denke, es ist besser, still zu bleiben. Es passieren zu viele Dinge zur gleichen Zeit und ich kann einfach nicht klar denken. Bitte setzen Sie sich. In Ordnung. Lassen Sie mich vorstellen. Ich bin der Schuldoktor Shu Takizawa. Sie müssen keine Angst haben. Zuerst hätte ich gerne, dass Sie mir das Letzte erzählen, woran Sie sich erinnern können. Ich weiß nicht. Entspannen Sie sich. Sie können sich Zeit lassen. Es tat weh und ich konnte nicht atmen. Und dann sah ich sie direkt vor mir. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich nichts über dieses Café erzähle. Ich glaube sowieso nicht, dass er mir überhaupt einer glauben würde. Das ist alles? Ja. Ich kann mich nicht mal an meinen Namen erinnern, Doktor. Sie waren derjenige, der mich Shiva genannt hat. Ist das mein Name? Ja. Ihr Name ist Eru Shiva. Sie sind eine unserer Highschool-Schülerinnen. Eru. Eri. Ha. Dieses Mädchen, das ich gerade getroffen habe, sie hat mich auch so genannt. Wie bin ich also fast ertrunken? Sie hatten Schwimmunterricht. Sie haben darauf bestanden, teilzunehmen, trotz der Tatsache, dass ihre Verletzung noch nicht vollständig verheilt ist. Was? Sie haben sich am Bein verletzt, als sie vor ein paar Monaten die Treppe heruntergefallen sind. Fühlen Sie denn nichts? Was meinen Sie? Erinnern Sie sich nicht, dass Sie der Star des Schwimmclubs waren? War ich das? Das muss bedauerlich gewesen sein, schätze ich. Ich denke, es ist besser für Sie, ins Krankenhaus zu gehen. Er steht auf und benutzt das Telefon. Kann ich irgendwas machen in der Zeit hier? Hier ist Takizawa. Sind dort die Shivas? Was? Wie kann er so einfach meine Eltern anrufen, ohne im Schülerverzeichnis nachzusehen oder im Schulbüro nachzufragen? Und kommt nur mir das so vor? Er scheint ziemlich vertraut mit ihnen zu sein. Sie sind so still. Doktor, woher kennen Sie meine Nummer? Es scheint, als kannten Sie sie bereits auswendig. Oh, das ist nicht Ihre Nummer. Die ich gerade gewählt habe, war die Ihrer Eltern, die gerade über See arbeiten. Sie haben es vielleicht schon erkannt. Ich bin nicht nur der Schuldirektor. Doktor, natürlich. Ich bin auch Ihr Berater. Damals waren Sie ziemlich beunruhigt wegen Ihres Unfalls. Ist das so? Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich ihm voll vertrauen kann. Jeder kommt mir hier verdächtig vor. Dieser Kellner, das Mädchen, das behauptet, meine beste Freundin zu sein, und dieser Doktor. Sogar ich selbst. Leider scheint es, als wären ihre Eltern zu beschäftigt, ihre Arbeit zu verlassen. Sie haben mich gebeten, in der Zeit auf sie aufzupassen. Kommen Sie. Hä? Ich bringe sie ins Krankenhaus. Ich kann sie in solch einer Verfassung nicht allein gehen lassen. Und Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr daran, wo es ist, oder? Oh, ja, das stimmt. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, außer ihm vorerst zu folgen. Mhm. Puh. Jetzt bin ich in einem Zimmer, das mein Apartment sein soll. Der Doktor hat mir erzählt, dass ich hier ganz alleine lebe, seit meine Eltern ins Ausland gegangen sind. Er schaute besorgt, als er mich alleine ließ, aber ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass ich Zeit und Raum brauche, um mich zu beruhigen. Immerhin hat der Krankenhausarzt mir gesagt, dass mein Gedächtnisverlust ein vorübergehender sein könnte und dass nichts Ernstes ist. Dieser Ort, ist das wirklich mein Zuhause? In Wirklichkeit weiß ich nichts über diesen Ort. Es ist, als wäre ich in einem fremden Zuhause, ein unvertrauter Ort. Ein Mädchen in einem Apartment wie diesem alleine zu lassen. Ich frage mich, welche Art Leute meine Eltern sind. Bin ich bloß ein ungewolltes Kind?
Ich schließe meine Augen und versuche, mich an alles zu erinnern, was heute passiert ist. Dieses Café, war es wirklich nur meine Einbildung? Aber warum fühlte es sich dann so real an? Ich kann mich immer noch genauer an diesen eigenartigen Kellner erinnern. Ich strecke meine Hände aus und schaue sie mir genau an. Ich kann nichts als durchsichtige Schatten sehen. Ich musste überwältigt gewesen sein, dass ich es versäumte, es früher zu bemerken. Ich fühle meinen Körper, er ist ganz klar hier, aber alles, was ich sehen kann, sind Schatten. Was bin ich? Warum sagte keiner etwas, als sie mich anschauten? Träume ich noch immer? Sie sehen furchtbar aus, junge Dame. Ganz plötzlich erscheint der Kellner wieder vor mir. Aber das ist nicht gerade eine Überraschung. Du bist's wieder. Hassen Sie mich etwa, junge Dame? Ich kann nicht sagen, dass ich dich mag. Ich bin betrübt, das zu hören. Da Sie ein sehr wichtiger Gast für mich sind, junge Dame. Das hier ist nicht dein Café, also hör auf mit den Formalitäten. Du kannst einfach meinen Namen benutzen. Aber Sie haben immer noch Zweifel, dass Eroshiva Ihr richtiger Name ist, oder? Das stimmt. Ich erinnere mich daran nicht. Selbst als mich jeder bei diesem Namen gerufen hat, mir kommt das einfach nicht so vor, als würde er wirklich zu mir gehören. Sir, bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Sie wissen alles, oder? Der Name ist Tsui. Sagen Sie es mir einfach, Sir. Würden Sie mich bitte bei meinem Namen nennen? Warum sollte ich? Du hast mich auch nicht bei meinem genannt. Sie sind ziemlich stur, oder, junge Dame? Was? Nein, es ist nichts. Also, dieses Café, es war nicht nur meine Einbildung. Noch war es eine Illusion. Habe ich recht? Ja, es ist real, jedoch existiert es auch irgendwo anders. All die Gäste in unserem Café sind verstorben. Deswegen kann man es nirgendwo in der Realität finden. Was Sie nun sehen, ist die Vergangenheit. Die letzten 7 Tage, bevor jemand ist tot. Jemand ist tot? Wessen Tod meinst du damit? Sag mir nicht, das ist mein Tod. Ich freue mich auf Ihre Veränderungen in den nächsten 7 Tagen, meine Dame. So ist das also? Ich schnappe das Kissen auf meinem Bett und schließe meine Augen. Junge Dame, gute Nacht. Das ist genug. Meine verlorene Erinnerung, das seltsame Café und mein Tod. Das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, morgen wird ein besserer Tag. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mehr hören möchten, junge Dame? Was, wenn ich weiß, wie Sie Ihren Körper wieder sehen können? Du bist ein Perversling. Bitte seien Sie ruhig und hören Sie mir zu. Oh. Ich öffne meine Augen und schaue ihn wieder an. Er lächelt wie zuvor, als könnte er keinen anderen Gesichtsausdruck aufsetzen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine furchtbare Persönlichkeit hast? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, meine Dame. Darf ich die Situation weiter erklären? Na schön. Zuerst, könnten Sie sich bitte hier hinstellen? Ich stehe langsam von meinem Bett auf und gehe zu dem Platz, auf den er zeigt. Also, sehen Sie etwas? Nein, gar nichts. Das ist nicht genug. Nein, nicht gut. Der Tag wird bald enden. Sie werden dann nur noch 6 Tage übrig haben. Was soll das alles? Junge Dame, erinnern Sie sich, wie Sie ausgesehen haben? Wie könnte ich? Oh ja, ich habe vergessen, dass Sie sich an nichts erinnern können. Welch glücklicher Umstand für Sie, die schmerzvollen Erinnerungen, die Sie in Ihrer Lebenszeit erfahren haben, zu vergessen.
Würdest du es mir einfach erzählen? Verzeihung. Der einzige Weg, ihren Körper zu sehen, ist ihr Herz für das Jenseits vorzubereiten. Hä? Ich hatte nicht erwartet, das von ihm zu hören. Also werde ich am Ende dieser Woche sterben. Das ist ihr Schicksal, junge Dame. Was wird passieren, wenn ich es in dieser Zeit nicht schaffe, mich an alles zu erinnern? Ich habe nie gesagt, dass ihre Erinnerungen nötig sind. Alles, was sie tun müssen, ist ihr Herz vorzubereiten und sich auf die Reise ins Jenseits gefasst zu machen. Was ist, wenn ich davonlaufe? Das können sie nicht und das werden sie nicht. Er sagt es mit solcher Überzeugung. Und dennoch kann ich es nicht leugnen. Irgendwo in meinem Herzen weiß ich, dass er nicht lügt. Können Sie bitte Ihre Schublade überprüfen, junge Dame? Hä? Ich ziehe die Schublade vor mir heraus und... da ist nichts. Warum muss ich das tun? Ich habe mich gefragt, ob Sie etwas aus Ihrer Vergangenheit haben. Aber du hast gesagt, dass ich mich an nichts erinnern brauche, oder? Das ist richtig. Allerdings hängt es letzten Endes immer noch von Ihnen ab. Ist das so? Ja. Danke, dass Sie mir heute zugehört haben, meine Dame. Ja. Wenn du fertig bist, geh mir aus den Augen. Tschüss. Wir sehen uns dann morgen wieder. Was? Bevor ich etwas Schlagfertiges erwidern kann, verschwindet er. Oh, naja. Ist ja egal. Das ist wahrscheinlich nur ein sehr schlechter Traum. Ich schlafe nun besser ein bisschen. Alles wird morgen wieder normal sein. Da bin ich mir sicher. Und dann taucht mein Bewusstsein wieder in die Dunkelheit unter. Okay, ein Perversling ist das also. Geil. Der Wecker klingelt. Wie konnte das kein Traum sein? In dem Moment, wo ich aufwache, ist er wieder direkt vor meinen Augen. Guten Morgen. Was machst du in meinem Zimmer? So früh am Morgen. Ich verstehe nicht. Wir haben die Nacht miteinander verbracht, oder? Aus irgendeinem Grund fällt mir nie etwas Schlagfertiges ein, wenn es um ihn geht. Also, sind Sie bereit für den Tag? Sie haben nur noch 6 Tage übrig. In Ordnung, ich habe es schon kapiert. Hör auf, so zu grinsen und verschwinde aus meinem Zimmer. So, das war der Prolog. Als nächstes können wir hier Sachen anklicken. Also entweder das hier. Das Mädchen, das mir sagte, sie sei meine beste Freundin. Ich hoffe, sie kann mir etwas über meine Vergangenheit sagen. Der Junge, der mich zu hassen scheint. Ich frage mich, was er vorhat. Echt, der scheint uns zu hassen? Der Doktor, der mein Berater zu sein scheint. Mit ihm zu reden ist ziemlich entspannend. Okay. Ich würde sagen, diese Auswahl heben wir uns für das nächste Mal auf. Ich kann eh schon nicht mehr sprechen. Und sage, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Und ich finde es echt witzig, dieses Spiel. Bis dann. Tschüss.